I be rolling with the squad, we be going so hard like, whoa. You know what it is, and we always get it in, whoa. So, damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Eastern Glory. Lang, lang ist es her, dass wir wieder mal uns hier gesehen haben auf diesem Kanal. Lang, lang ist es her, weil ich ein paar private Sachen zu klären hatte. Und auch, ja, man muss dazu sagen, ich war zwischendrin leicht krank. Ja, gut, kann man so sagen. Auf jeden Fall fühlte ich mich nicht in der Lage, ein Video zu machen, beziehungsweise eins hochzuladen. Ich hatte nämlich keins mehr. Aber trotzdem, an der Situation ändert es nichts. Wir wollen dieses Jahr aufsteigen. Und schaffen wollen wir das heute auswärts im Ostderby gegen den FC Erzgebirge Aue. Wir haben eigentlich viele Derbys jetzt in nächster Zeit. Ostderby gegen Aue, dann Ostderby gegen Cottbus. Dann haben wir Nordderby gegen Kiel. Dann Ostderby gegen Magdeburg. Und dann ein Topspiel gegen Wien Wiesbaden. Dann wieder Ostderby gegen Dresden und dann schon wieder Münster. Die sind auch nicht so schlecht. Ja, und dann kommt dann nur Großaspach. Das wird ein hartes Programm für die nächsten paar Stunden, Wochen, Jahre. Ach, das habe ich ja vergessen. Der Transfer Deadline Day. Jahoo, jahoo. Hä, warum läuft der Position überhaupt ein? Ich weiß es nicht. Spielen wir überhaupt mit ZOMs? Nee, da wir spielen mit ZDMs. Kannst du Stürmer? Du kannst Stürmer. Was haben wir denn alles für? Ich meine, Geld hätten wir genug. Ja. Wir hätten Mocha weg als ZOM. Der reicht mir aber auch. Ich finde es immer noch cool, dass wir Paco Alcacer und Haris Seferovic haben. Ich habe es nicht vergessen, wir haben. Also nein, ZOM brauche ich nicht. Danke der Nachfrage. Kevin. Wir holen uns Kevin, Alter. Bin ich für, wir holen uns Kevin. Du bist 32, du passt nicht in mein Team. Wenn du in der Sondermannschaft spielst, aber du bist 32, du passt nicht in mein Team. Also, müsst ihr darauf achten, bei mir ist eigentlich immer 25, ist so die Altersgrenze, die ich verpflichte. Spieler dürfen ruhig älter sein, die bei mir spielen. Aber normalerweise Verpflichtungsgrenze ist eigentlich Alter 25, zumindest wenn sie nicht gerade ein, was weiß ich, Franck Ribéry ist, den ich verpflichten kann. 32, fällt gleich mal aus der Kategorie. Alles klar. Ja gut, Dries Merten. Zu LUSC Lille. Spielt der überhaupt noch bei Eichhoff? Ich weiß es nicht. Bengtsson, Alter. Bengtsson. Wie der ausgesprochen wird. Ja, 3,5 Millionen. Kann sein. Rafinha. Ja, Bruder von Thiago Alcantara. Von diesem Rodrigo hier. Ja, das ist doch ganz komisch. Xabi, was? Ganz gut. Xabi Alonso führt nur 3 Millionen zum FC Arsenal, weil man ja sonst nicht hat. Moletti. Ja, kenne ich nicht. Ist mir egal. Dritte Liga, Julian Green, Paco Alcacer. Absolut. Wer ist dieser Patrick Pflücker? Ich will es nur wissen. 70? Ja. Kamamamarum. Oyala, der ist richtiges Biest. Also auf den müssen wir auf jeden Fall, wenn wir gegen Aalen spielen, aufpassen. Da habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass der nicht so gut zu bespielen ist. Cool, wir sind Platz 24. Wir sind vor dem FC Barcelona. Rostock schlägt Barcelona. Titel der Folge safe. Ja gut, kann man halt nicht machen. Ja, Bayern, Alter. 70 Millionen, wir haben ja alles verpflichtet. Transfers. Ja, das sind jetzt. Ja, Zugänge, Julian Green. Joshua Kimmich kam zweimal. Sven Ulreich, Douglas Costa, Arturo Vidal. Ja, Julian Green kam, sah, ging wieder.
Joshua Kimmich kam. Ist das derselbe? Das ist der Joshua. Bin ich jetzt gerade doof? Ich reihe gar nicht. Joshua Kimmich kam scheinbar zweimal mit seinem schon lustigen Zwillingsbruder Joshua Kimmich von Leipzig oder Stuttgart halt, je nachdem. Und einer von denen ist dann, dachte ich so, nö, ich bin raus hier und wechsel zum VfL Stuttgart. Ich lache, wenn es dieser Joshua Kimmich war. Das ist verwirrend, es fuck, aber egal. Abgeben werden soll Mario Götze, ja, aber mal verpflichten, bin ich für. Also Mario Götze zu Hansa Rostock. Bin ich für. Achso, was ich noch fragen wollte, das war mal jetzt. Ich hab echt eine gespielt zusammen. Ja, sorry, Aue, aber ich als Chemnitz-Fan leider Gottes ertrage eure Hymne nicht lange. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber nein, nicht lange. Was ich auch mal fragen wollte in die Community rein, alle, die das hier jetzt sehen, habt ihr eigentlich Bock, dass ich mal eine FIFA-Karriere mache? So FIFA-Karriere-Modus? Können wir auch wieder einen Ostverein nehmen, also ich wäre ja stark für Union Berlin. Könnt ihr aber mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. Oder ich packe euch eine Abstimmung jetzt oben rechts in die Infocard. Während wir hier den Adam... Ja, schieß mich so. Einen neuen Mentor geben. Adam Katschatüdan. Ja, irgendwie so. Aber ich würde sagen, wir starten rein. Wir. Ja. Schaffen wir ein Remis? Ich würde direkt, wir schaffen Remis gegen Aue. Komm. Rostock gegen Aue, das ist das Derby im Sparkassen-Erzgebirgsstadion. War ich selber schon mal. Sparkassen-Erzgebirgsstadion ein. Ja. Ich war halt im Gästeblock. ja, kann man sagen, relativ normales Stadion. Wird ja jetzt auch umgebaut, wird ein richtiges Schmuckkästchen, was sich der FC Erzgebirge da hinsetzt. Und ich glaube, wir spielen sogar im Schmuckkästchen, denn das neue Stadion von Aue ist schon implementiert. Heißt, wir spielen direkt im neuen Stadion. Ja, das neue Stadion von Aue. Welche mit folgender Mannschaft auflaufen? Mendel, Hertner, Baranda, wie auch immer. Riedel, Rizzotto, Riese, Mende, Kluft, Quesic, Händle und Mike Könige im Sturm. Und wir laufen mit folgender Mannschaft auf. Schuhen, Cincotta, Ken, Hen, Da Costa, Green, Ikeng, Dorda, Jenike und die Sturmspitzen Seferovic und Paco Alcacer. Dorda mit dem Angriff. Zurück auf Seferovic, der auf Ikeng am 16er Rand. Kein Foul da von dem Auer Spieler. Handle auf der rechten Flügelseite. Wo ist Cincotta? Händler in der Mitte, aber nur zu Quesic. Und der verschießt. Das hätte eine gute Chance werden können, aber der rutscht ihm leicht über den Schlappen. Wir haben ja einen Angriff zu fahren über Julian Green und dann ist Haris Seferovic. Es gibt den Elfmeter. Dieses Foul war locker im 16er und das muss eigentlich Elfmeter geben. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Ah! Doch, im 16er. Elfmeter für Paco Alcacer und er setzt ihn daneben. Paco Alcacer hat die beste Chance im Spiel und er setzt ihn daneben. Mendel wäre wahrscheinlich sogar dran gewesen, hätte den Ball wahrscheinlich rausgefischt. Green, Julian Green im 16er. Green! Auch er setzt den Ball leicht neben das Tor. Aber das ist bitter, dass der nicht reingegangen ist. Das wäre eine super Chance gewesen und das wäre Stand jetzt wahrscheinlich sogar verdient gewesen, würde ich mal glatt behaupten. Jetzt bekommen wir, glaube ich, Freistoß sogar, ja. Da Costa. Wenn die Ikeng den jetzt bekommt, ist das gut. Ikeng wird gelegt. Es gibt wieder Freistoß und die gelbe Karte für Mario Quesic auf Seiten der Auer. Man muss bedenken, wir haben unsere Spieler auf aggressiv und die haben nur einen Foul bis jetzt gemacht. Also, dieses aggressiv ist eigentlich eher... nicht so aggressiv.
Und es ist das 1:0 für Hansa. Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, aber es war José Alex Ikeng. Er holt den Freistoß raus und Green schießt ihn dann, lupft ihn genau auf seinen Kopf. Und er muss ihn dann nur noch über Mendel ins Tor buxieren, aus 11 Metern Entfernung. Also 30 Minuten hier gespielt, 1:0 für die Hanseaten. Und das würde ich sagen, ist auch absolut verdient, wenn man den Spielverlauf hier sieht. Hier ist aber beim Riese Könnecke und der wird gelegt und es gibt den Elfmeter. Für den FC Erzgebirge Aue, jetzt sind wir hinten bis einmal unstabil gewesen. Hen holt sich dafür eindeutig klares Foul, gelbe Karte. 32 Minuten, jetzt muss Aue diesen Elfmeter nicht verwandeln. Schuhen kommt nicht dran, 33 Minuten gespielt. Und Sven Mende. Er wäre fast dran gewesen. Er muss nur die Hände ausstrecken, dann hat er den Ball. Richtig bitter hier für die Hanseaten, die verdient in Führung gegangen sind durch Ikeng und dann direkt im Gegenzug durch so ein ja blödes Foul eigentlich den Ausgleich kassieren. Also 1:1 nach gut 40 Minuten hier im Sparkassen-Erzgebirgsstadion auf Aue. Was natürlich eindeutig geändert werden muss aus unserer Sicht, denn auch die Konkurrenz wird kaum Punkte lassen und wir kriegen wieder einen Elfmeter. Und es gibt gelb. Die gelb-rote Karte für Rizzotto auf Seiten der Auer. Er foult Julian Green auch hier, ganz klar. Dritter Elfmeter in diesem Spiel, 42. Spielminute, Paco Alcácer wieder am Elferpunkt. Und diesmal sitzt der, 43 Minuten gespielt. 2:1. Paco Alcácer verwandelt ihn diesmal eiskalt. Mendel hat keine Chance. Taucht in die falsche Ecke ab. Und dann ist Paco Alcácer doch mal abgebrüht genug. Lässt sich durch seinen ersten Elfmeter nicht verunsichern. Aber jetzt müssen wir hinten mal stabil stehen, dass wir diese Führung in die Halbzeit retten können. Dass wir dort nicht noch irgendwas anbrennen lassen. Und so ist es auch. Halbzeit im Sparkassen-Erzgebirgsstadion. Calogero Rizzotto ist vom Platz geflogen. Es steht 2:1 für die Hanseaten aus Rostock. Und wir schauen auf die anderen Ergebnisse, die für uns wichtig sind. Münster führt gegen die Zweite von Werder Bremen. Und Wien-Wiesbaden gerade noch 0:0 zu Hause gegen Fortuna Köln. Das ist auch hinter den ihren Erwartungen. Also, da denke ich, kann es durchaus sein, dass da noch ein Tor fällt. Deshalb auf jeden Fall aufpassen und diese Führung bewahren. Hen eindeutig kritisieren, das passt mir so gar nicht, was du hier gemacht hast. So. Jetzt gucken wir mal, können wir wechseln oder wollen wir überhaupt wechseln? Zamora weg kannst du... Ah, du kannst ZDM aber... Ich würde dich eher auf den rechten Flügel einsetzen. Müssen wir da mal gucken. Also, Wechsel eventuell Jan Moravec. Okay, den können wir auch mal überlegen, ob wir den mal von Anfang an bringen. Vielleicht gegen Cottbus. Können wir mal gucken. Kvesic erstmal hier den Angriff, den Schuhen pariert. Und wir sind mittlerweile Tabellenzweiter. Heißt, wenn Münster hier doch noch, was ich nicht denke, verliert gegen Bremens Zweite, kann es durchaus sein, dass wir heute sogar Tabellenführer werden können. Aber ich tippe es mal eher nicht. Aber wir können vielleicht zumindest Wien-Wiesbaden überholen, wenn diese weiter beim 0-0 bleiben. Vorausgesetzt ist natürlich, dass wir hier dieses Spiel gewinnen. Aber es gibt nochmal einen Angriff. Könnecke, Schuhen. Weltklasse-Parade unseres Goalies hier. Und Wien-Wiesbaden, damit hat sich dieses Spiel auch geklärt. Führt 1:0 gegen Fortuna Köln. Damit wir weiter auf Tabellenplatz 3, was natürlich auch hinter unseren Erwartungen liegt. Denn platzierungsmäßig ist eigentlich angepeilt der direkte Aufstieg. Na wohl, Relegationsplatz geht auch noch. Wenn du die Problem ist halt, ich habe keine nicht wirklich Lust, dass wir die in die Relegation müssen. Weil wenn du die verlierst, dann kannst du nicht deine ganze Saison knicken, hättest du die ganze Saison nicht schenken können. Deshalb eigentlich Platz 2 ist Pflicht dieses Jahr. Jenicke. Und er
ist zu langsam, er regt den Ball nicht richtig. Und ich würde sagen, wir wechseln das erste Mal. 60 Minuten hier gespielt. Rechte Flügelseite. Oder rechte Mittelfeld. Also das werden die Wechsel sein, die wir anstreben, sobald der Ball das nächste Mal im Aus landet. Ball kommt nach vorne. Das ist Kempf, Dorda. Auf der Costa. Seferovic. Haare Seferovic. Kommt nicht vorbei an Hettner. Er hat, wie auch immer der heißt. Der Verteidiger. Ein Wiederangriff von Aue. Kvesic, Schuhen, Pfosten. Hinweg damit. Riesenchance für Aue, die den Ball an den Pfosten setzen. Schuhen wäre nicht mehr dran gewesen. Er wäre ohne Chance gewesen. Haben wir Glück, dass der schnell genug dann geklärt wurde, denn Schuhen braucht auch einen Moment, um wieder aufzustehen und sich wieder auszurichten. Heißt, da ein Nachschuss wäre fatal gewesen. Seferovic. Wir kriegen nochmal den Eckball. 3 Minuten gibt es hier oben drauf. Schaffen wir vielleicht doch noch einen Lucky Punch zum 3:1. Damit wäre hier natürlich jetzt das Spiel eindeutig gegessen. Die Flanke kommt rein. Green. Härtner. Jetzt aufpassen, dass du nicht noch einen Konter fängst. Nein, wir kriegen vielleicht noch sogar nochmal die Chance über Green. Ikeng. Ikeng. Mendel. Hartmann. Und Mendel rettet ihn vor der Linie. Zweimal Mendel rettet Aue. Trotzdem nicht vor der Niederlage. 2:1 gewinnen die Hanseaten aus Rostock in Aue. Das war wichtig, denn auch die Konkurrenz hat mit Wien Wiesbaden, mit Münster und mit... Nee, Erfurt hat Punkte gelassen. Haben trotzdem die beiden vor uns, haben alle gewonnen. Das ist nicht gut. Was uns angeht, also wir haben gewonnen, die beiden vor uns haben gewonnen, die beiden hinter uns haben gewonnen. Und Erfurt verliert 2 Plätze von 4 auf 6. Da sie verloren haben, das hilft uns aber nicht wirklich weiter. Wir haben jetzt halt nur einen Punkt Vorsprung vor Platz 4. Ja, passiert. Stefan Fürstner interessiert mich nicht wirklich. Motivation Sarah, natürlich. Alexander Stevanovic. Ja. Ach. Warte, wo bist denn du? Bist du in der zweiten? In der zweiten bist du riesig. Ja gut, du bist ja auch noch angeschlagen. Was erwartest du? Das kommt schon wieder. Irgendwann. Später. Oder auch gar nicht. Jo, kann man halt auch mal machen. Aber ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Derby-Sieg und demnächst gleich wieder das Derby. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt viele Top-Spiele vor uns, viele Derbys vor allen Dingen. Und die gilt es natürlich alle relativ erfolgreich zu gestalten, denn wir wollen hier mindestens noch einen Platz nach oben. Mindestens Wiesbaden wollen wir noch verdrängen. Differenz gibt es her, nur die Punkte gerade noch nicht, aber wir haben in 4 Spielen auch Wiesbaden vor der Tür. Magdeburg wird ein richtiges Topspiel, denn diesen Vierter. Kiel wird ein richtiges Topspiel, das Derby. Und Cottbus ist 9. Ja gut, ich würde sagen, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, oben abzustimmen, ob ich vielleicht auch noch FIFA machen soll. FIFA-Karrieremodus? Hm? Ja, nein, vielleicht. Und wenn ihr da Ideen habt, Karrieremodus, mit wem? Habt ihr eine Idee, mit wem wollt ihr den Karrieremodus sehen? Unten in die Kommis. Generell Anfragen, Hinweise, Kritiken immer in die Kommentare. Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren wäre mir sehr wichtig. Benachrichtigungen, also die wunderhübsche Glocke, die da am Rand ist. Bitte mit einschalten, das ist nämlich zurzeit das Oberwichtigste, was YouTube angeht. Das wäre mir sehr lieb, wenn ihr das alle machen könntet. Aber bis dahin, haut rein. Enno over and out.